Ja, herzlich willkommen bei den 22. Kieler Open und Source Linux-Tagen in Kiel. Ja, wir werden jetzt von Eugen Mohr einmal einen Vortrag hören, KDN Live, Neuheiten. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und übergebe direkt an Eugen. Danke. Willkommen zum Vortrag KDN Live Neuerungen. Ich fange gleich an mit dem letztjährigen Vortrag. Ich knüpfe direkt an. Das war die Zukunft im letzten Jahr, was wir noch integrieren möchten. Das gemeinsame Editieren, die KI-Integration, verbesserte GPU-Unterstützung und vor allem die Portierung nach Qt 6. Qt 6 ist eigentlich der Hintergrund, also alles Grafische, was man sieht beim Programm, kommt von Qt 6. Und die ganze Portierung hat 2 Jahre gedauert. Wir starteten Mitte 2022 und haben das Ganze mit der Version 24.02, also im Februar dieses Jahres, abgeschlossen. Die Updates und die Umsetzung, die wir gemacht haben, wir mussten warten, bis Qt mit der Version 6.2 erhältlich war, weil wir das Qt Multimedia-Modul brauchen, um die ganzen Filme abzuspielen und auch im Hintergrund die Daten zu haben. Wir brauchten im Hintergrund auch die Minimumversion CMake 3.16. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen technisch hier. Das ist das Programm, das man braucht, um die Programme zusammenzusetzen, das heißt die einzelnen Dateien zusammenzusetzen. Die Mindest-Compiler-Version, die wir brauchten, war für Windows jetzt die MinGW-Version 11.2 und man musste mindestens Microsoft den Compiler-Version 2019 haben. So lange mussten wir warten, das war vor 2 Jahren dann der Fall und dann haben wir begonnen. Die Umsetzung selbst heißt eigentlich, dass wir alle Qt-Funktionen, also alle Funktionen, die die Grafik erzeugt für den Bildschirm, auf der Version 5.15 haben müssen. Also wir portierten in einem ersten Schritt alle alten Funktionen von Qt nach Qt 5.15 hoch. Dann mussten wir im CMake-Code alles ersetzen mit Qt 5, da neu in Qt 6 eigentlich nur noch Qt steht. Das heißt, es gibt dann nicht Qt 5 und dann macht man in CMake Qt 6, sondern das Qt 6 ist dann nur noch Qt. Mussten wir alles heben, alles ändern. Dann mussten wir darauf schauen, dass alle Compiler-Warnungen, also alle Fehler, die beim Kompilieren des Programms erscheinen, behoben waren. Also es sollte keine Warnungen mehr geben, dass irgendwo was nicht richtig portiert wäre auf die Version 5.15. Das war das Ziel, alles da hochzubringen ohne Compiler-Warnungen. Und dann, als das alles soweit war, und wir relativ sicher waren, dass wir jetzt bereit sind für die Umwandlung, haben wir das im Source Code drin mit einem If-Statement gemacht. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, das war etwa vor 1,5 Jahren, haben wir sowohl nach Qt 5, die alte Version, als auch nach Qt 6 kompiliert. Das sieht man hier ganz schön. Einmal nach wenn die Version im Source Code 6 ist, haben wir nach 6 kompiliert und den ganzen Source Code so genommen wie mit den If-Statements und sonst haben wir nach Qt 5.15 kompiliert. Und dann lief dann alles parallel in der Portierung von KDN Live nach Qt 6 und nach KF 6. KF steht für KDE Framework Version 6. Dieses Framework beinhaltet eigentlich alle Icons mehrheitlich. Gewisse Bildschirmfunktionen sind da auch noch mehr als Qt selbst
bringen kann. Und das Framework musste auch im Hintergrund auf die Version 6 hochgehoben werden, weil das verlinkt ist mit Qt6 selber. Das war eine Aufgabe von KDE selbst, die mit der Veröffentlichung von Plasma 6 auch mit dem Release 24.02 abgeschlossen wurden. Ursprüngliches Ziel war es eigentlich, die ganze Implementierung mit der Version 23.12 abzuschließen, also Ende letzten Jahres abzuschließen. Es hat Verspätungen gegeben, es hat Bugs gehabt, es hat Fehler gehabt und man hat das Release dann einen Monat nach hinten geschoben, weil wir festgestellt haben, funktioniert nicht so wirklich gut. Und da Plasma eigentlich das OS für Linux ist, hat man sich da wirklich Mühe gegeben, möglichst fehlerfrei das Release zu machen. Dann hat man nochmal verschoben. Und nochmal einen Monat verschoben und dann ist man im Februar gelandet und darum ist das endgültige Release dann mit der Version 24.02 für Februar erschienen. Wir hatten natürlich diverse Probleme mit der ganzen Umsetzung nach dem neuen Qt6 KF6. Vor allem im Dateidialog wurden keine Dateien zum Beispiel angezeigt. Also wenn sich mehr als 100 Dateien in einem Ordner befanden, hat man überhaupt nichts gesehen. Die Audioaufzeichnungsfunktion, die wir in Kdenlive direkt haben, dass man einen Voice-Over sprechen kann, haben wir nicht herausgefunden, wie wir das portieren nach Qt6. Diese Funktion gab es in Qt6 dann vorerst nicht mehr. Und die Icons funktionierten nicht richtig. Die waren entweder hell oder ganz dunkel. Und wenn sie hell sein sollten, dann waren sie eben dunkel zum Hintergrund. Und im Dark Mode hat das eben nicht ganz richtig funktioniert. Dies war auch ein Grund, warum wir bis zum Release 23.085, also bis im Januar 24, die Qt5-Version immer abgedatet haben, um Bugfixes bereitzustellen. So haben wir eigentlich immer eine Qt6-Version gehabt und im Hintergrund als Hauptfunktion oder als Hauptding die Qt5-Version, die wir laufen lassen haben und immer noch als gefrorene Version 23.085 man immer noch downloaden kann. Mit der Version 24.02 wurde dann Kdenlive nur noch nach Qt6 und KF6 kompiliert. Also man hat nur noch gesagt, Kompilation geht nur noch nach der neuen Version. Die alte Version, die haben wir das letzte Mal kompiliert, lassen sie einfach gefroren so stehen und arbeiten nur noch mit der Qt6-Version weiter, im Wissen, dass dann natürlich Fehler drin waren. Mit einigen wenigen Funktionen von Qt5 kompilieren wir eigentlich nach wie vor nur noch nach Qt6. Qt6, das kommt von Qt selbst, läuft nur noch auf 64-Bit-Rechnern. Es läuft nur noch ab Windows 10, macOS Version 11 und auf Linux nur noch auf Ubuntu 22.04, CentOS OS 8.6 und OpenSUSE läuft es nur noch ab 15.5. Das ist nicht eine Vorgabe von uns, das ist die Vorgabe eigentlich von Qt selbst. Was hat das Ganze gebracht, außer viel Arbeit über 2 Jahre? Die Vorteile hier, wir haben auf der Linux-Seite eine bessere WLAN-Unterstützung mit Version Qt6. Der große Vorteil von Qt6 ist, dass es nun nativ bei Windows auf DirectX läuft. Bei Mac läuft die Grafik, das Playback direkt auf Metal bzw. auf Vulkan für Windows und Linux. In der Version Qt5 gab es eine sogenannte Abstraktionsschicht zu OpenGL und Angle. Und das war immer so eine Bremse und nicht das direkte Ansteuerungen der GPU vom OS selbst.
Das gibt es nun in der Version Qt 6 nicht mehr. Qt 6 unterstützt nativ den GPU-Teil des Operationssystems, also des OS direkt. Dies führt natürlich auch zu effizienteren und einer flüssigeren Benutzung, sprich das Playback ist flüssiger als mit der alten Version. Dann haben wir einen Contributor gehabt, der wusste, wie man die Audioaufzeichnungsfunktion portieren kann, also das Voice-Over, was man direkt in Kdenlive machen kann. Und das brachte dann 3 Monate später mit der Version 24.05, brachte das die Aufzeichnungsfunktion wieder zurück. Das war dank dem Beitrag von Lev Maslov. Und die Icons funktionierten auch im Dark Mode wieder, also 3 Monate später. Wir bieten eigentlich Pakete. Ja, jetzt komme ich zur Paketierung, sehe ich gleich. Paketierung, wir paketieren die Software Kdenlive für eigentlich 3 Plattformen an. Für Linux primär, da wird es auch wirklich getestet, für Windows und für Mac. Wir haben im Hintergrund während den 2 Jahren, vor allem im letzten Jahr massiv, den Umzug gemacht, den Wechsel von Jenkins nach GitLab. CI/CD wurde, ich denke, vor 2 Monaten mehrheitlich abgeschlossen. CI steht für Continuous Integration und CD steht eigentlich für Continuous Distribution, komme ich noch dazu. Es sind nun einige Automatisierungstools im Hintergrund implementiert worden, die mit Testroutinen folgende Tests durchführen. Also wenn wir ein neues Commit haben, eine Änderung im Source Code, dann nachher prüft eigentlich die CI in GitLab, ob die Portierung nach Qt 6 sauber drin ist, ob die JSON-Validierung funktioniert im Hintergrund für die Paketintegrierung. Das Reuse, das ist eigentlich ein Teil, wo man im Source Code, im Header drin, jede Datei im Header drin, Copyright-Sachen kopiert. Das macht man automatisch in der Zwischenzeit, wurde umgestellt. Dass das Ganze unter SUSE, also Linux, sauber kompiliert und keine Fehler gibt. Und dass die ganzen XML-Codes, die wir brauchen für zum Kompilieren, auch 100% funktionieren. Es gibt natürlich noch diverse Tests und wenn alle diese Tests, wie jetzt hier, auf grün stehen, dann nachher beginnt im Hintergrund die Routine, dass die Pakete erstellt werden. Wie man sieht, wir erstellen automatisch das App-Image für Linux. Wir erstellen automatisch nach jedem Commit für macOS das ARM-Paket und das Intel-Paket und für Windows paketieren wir direkt das Installationspaket und das Standalone-Paket und das Flatpak wird auch direkt kompiliert und wird angezeigt, ob alle Tests gemacht wurden. Wichtig ist, mit dem CD, also Continuous Deployment, werden vor allem die Mac-Versionen im Master und im Stable Branch signiert. Das ist wichtig für den macOS-Teil, weil sonst der User gefragt wird, woher er denn die Software hätte und man kann die überhaupt nicht installieren. Und so kann der Mac-User eigentlich problemlos diese Pakete installieren. Kdenlive selbst hat viele Abhängigkeiten von anderen Frameworks. Eine davon ist KF6, KDE Framework 6. KDE hat das Release in der Zwischenzeit um 2 Wochen verschoben. Wir machen ja jeden Monat einen Update, also wir machen
im April jetzt dann wieder und im August und im Dezember Hauptreleases und zwischendurch jeden Monat Bugfixes. Und für diese Hauptrelease wurde jeweils die KDE-Version auch angehoben. Das führte dazu, dass man ganz kurzfristig, wirklich Tage vor dem Release, noch Fehler feststellte und sagte, ja, das funktioniert ja gar nicht, eure Bugfixes haben diese und jene Auswirkungen. Dem hat man jetzt entgegengewirkt, dass das KDE-Release um 2 Wochen versetzt ist. Das heißt, ich sage jetzt mal, Anfang Monat wird das KDE-Release gemacht, das KDE-F6, und dann 2 Wochen später das Release von den ganzen KDE-Applikationen. Das zur Paketierung, die wir eigentlich im letzten Jahr in GitLab jetzt implementiert haben. Dann komme ich zur Förderung. Wir hatten ja eine Spendenaktion im September 2022 für die 4 Funktionen eigentlich ausgelöst, die wir nun eigentlich mit der kommenden Version 24.12, also im Dezember, eigentlich abschließen können. Also die Spendenaktion, was da an Geld gesammelt wurde, konnten wir integrieren und sind jetzt am Test machen, dass wir das abschließen können. Sequenzenintegration, also Nested Timelines, wie wir dem sagen, wurde 23.04 freigegeben, also vor einem Jahr. Die Übergangsfunktionen, also die sogenannten Easy Functions, das heißt Übergänge mit Kurven, wo man einen Effekt drauflegen kann, der geht nicht linear, sondern mit Kurvenfunktion. Der wurde jetzt mit der Version 24.02 im Februar integriert. Die letzten beiden Funktionen, die wir mit der Spendenaktion gefragt haben, sind die Effekte, bessere Integration von den Effekten und dass man nochmal an der Performance rumschraubt, haben wir gemacht. Mit KF6-Integration sind wir aber auch laufend dran. Das kommt noch, das zeige ich dann noch. Mit der Integration eigentlich von den Sequenzen letztes Jahr sind wir ein bisschen schnell vorgegangen. Dieses Release verlief leider schlecht, da wir die Integration der Sequenzen im Programm zu wenig testeten. Wir hätten es wissen müssen aus der Vergangenheit eigentlich. So haben wir keine Funktionen in der folgenden Hauptversion 23.08 implementiert, uns eigentlich nur auf die auf die Qt6-Konvertierung konzentriert und möglichst viele Bugfixes gemacht und diese Probleme dann behoben. Das sieht man auch mit der Continuing-Integration, die wir da gemacht jetzt haben, mit der Paketierung. Können größere Fehler eigentlich nicht entstehen, weil das Programm gar nicht kompiliert, respektive die Tests gar nicht besteht. Im Hintergrund haben wir die Dokumentation das letzte Jahr sicher ausgebaut, verfeinert und verbessert. Wir wissen aus Analysedaten, dass etwa 2 Drittel der Aufrufe für Effekte sind. Die Leute suchen nach Effekten und erste Schritte, wie man mit dem Programm umgeht. Das deckt schon 2 Drittel aller Dokumentationsaufrufe ab. Nachdem wir aber im letzten Jahr auch die Effektseiten stark aktualisiert haben, sind die nun so gut, dass wir eigentlich direkt von Kdenlive auf diese Dokumentationen zugreifen. Konnte man schon vorher, haben wir jetzt verbessert, machen noch letzte Tests und sollte dann im 24.12er Version veröffentlicht werden. Das zeige ich euch noch später, wie das aussieht. Was wir verbessern werden, ist das automatische Testen. Wir haben eine Testsuite gebaut im Hintergrund, die leider nur lokal funktioniert. Die geht eigentlich so, man hat ein Testprojekt oder viele Testprojekte mit Effekten drauf, die wir durchrendern und dann mit einem Master-Render eigentlich vergleicht.
Das heißt, der Vergleich funktioniert via Python. Der nimmt, das sind kurze Videos, 10 Sekunden vielleicht, 30 Sekunden oder so, und das Python-Skript vergleicht dann das Referenzvideo mit dem neu gerenderten. Und wenn irgendwo ein Unterschied drin ist, dann meldet er das. Das ist jetzt das Beispiel hier mit den zusätzlichen Strichen, die jetzt da drin hier sind. Im gleichen Frame hat es vorher keine Striche gehabt. Jetzt hat es plötzlich in einem einzigen Frame einen Strich drin, den es vorher nicht gegeben hat. Das meldet dann das Python-Skript und sagt, das ist ein Fehler. Hätten wir das schon früher wirklich gut implementiert, hätten wir einen Fehler, einen Bug in MLT frühzeitig erkannt. Da gab es einen Commit vor etwa 3 Monaten. Im besten Wissen hat man gedacht, dass das Playback noch besser funktioniert, hat aber dazu geführt, dass man im Playback sowohl auch im Renderergebnis gefrorene Frames gehabt hat, etwa, soll ich sagen, 10 Frames oder so sind gefroren, wurde gar nicht was abgespielt und dann ging das Playback irgendwie weiter. Mit dem Test hätten wir das rausgefunden. Da sind wir jetzt dran, dass wir das automatisieren und auch ein Teil von diesen Integrationstests wird, dass man sieht, ob da irgendwo Regressionen vorhanden sind. Ja, die Zukunft, die ist Version 24.12. Da kann ich euch jetzt was zeigen, was da nicht wahnsinnig viel, aber was wir da jetzt am Implementieren sind. Die letzten Ziele, die letztjährigen Ziele haben wir dann eigentlich mit Q6-Portierung abgeschlossen. Das ist eines der Ziele. Ich schalte jetzt vielleicht kurz um. Ich habe da mal was vorbereitet, relativ einfache Sache. Man sieht hier Cadenlive, der Project Bin. Was neu ist in Version 24.12, aber noch in einem Beta-Status, das sind die integrierten Effekte, die wir haben sollten. Moment mal. Ich denke, habe ich die richtige Version aufgestartet? Ja, eigentlich schon. Das ist jetzt aber ganz schlecht, weil an und für sich sollte es da unten jetzt Effekte drin haben. Direkt drin, warum die nicht kommen, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Nein. Mache ich das kurz von Hand, das sollte auch funktionieren. Das ist der Transform-Effekt, der an und für sich direkt reinkommt. Ich kann hier das Gitter vielleicht noch ausschalten. Warum der hier nicht kommt, ist mir auch ein Rätsel. Eben, wie gesagt, ist einer Beta-Status im Moment. Diese Effekte, der Transform, der ist direkt eingebaut. Das heißt, wenn ich einen Clip reintun, ist der einfach drin, als Standby. Und wenn ich auf den Clip klicke hier, dann nachher sehe ich die Außenkonturen und kann direkt hier mit Shift den Clip verändern. Ich nehme jetzt den noch, dass man das ein bisschen besser sieht. Genau, nehme ich den auf die andere Seite, dann kann ich den hier nehmen. So, und jetzt, was man hier sieht, direkt am Projektmonitor kann man dann auch mit Klick direkt die Clips wechseln, sage ich mal. Was man machen kann, ich nehme den wieder auf die andere Seite hier. Wir haben ein Grid eingebaut, neu. Das heißt, wenn ich das einschalte, dann kann ich eigentlich auf dieses Grid direkt zugreifen. Ich kann die in den Settings das Grid umschalten. Das sollte hier unten sein. Ich kann die Schrittweite da verfeinern, vergrößern. Ich mache mal 75 mal 75. Dann wird das Grid direkt feiner hier oben. Was ich machen kann, ist auch, ich kann direkt jetzt im Monitor, ich muss da nicht mehr da unten, ich kann direkt im Monitor
kann ich Keyframe setzen. Also ich kann jetzt da ein Keyframe setzen, gehe mit dem Playhead ein bisschen nach vorne, nehme den wieder, du den darüber, mache den nächsten Keyframe. Mache den nächsten Keyframe hier rein, der ist da oben, gehe noch ein bisschen nach vorne, mache hier nochmal ein Keyframe rein an dieser Stelle. Theoretisch sollte es jetzt, genau, man sieht es direkt ablaufen. He? Na, ich blende mal auf, da unten den Ton. Da habe ich was falsch gemacht. Aber im Grunde genommen kann man direkt hier oben die Keyframes setzen. Man kann die Keyframes auch wieder rauslöschen. Das ist neu. Und die Umschaltung auch. Man hat bessere, man kann direkt den Clip hier oben anwählen. Das Audio hier unten hat im Prinzip den Volumeneffekt direkt drin, neu. Und jetzt vielleicht komme ich noch, die Effekte haben schon immer Links gehabt. Wenn man da reingegangen ist und die Info eingeschaltet hat, hatte man hier auf die Links klicken können und ist direkt zur Online-Dokumentation gekommen. In Version 24.12 kann man hier nun mit dem Info-Button direkt draufklicken. Es kommt dann ein Pop-up neu noch, dass man jetzt aufs Internet geht und startet den Browser auf und man sieht direkt, Moment mal, wo ist jetzt der hin? Sieht direkt in die Dokumentation hinein, genau, da kommt man direkt hin. Wenn ich den anderen Effekt nehme, den Transform-Effekt hier als Beispiel, klicke ich drauf. Und öffnet direkt die Dokumentation mit dem richtigen Effekt. Der ist direkt verknüpft jetzt. Dokumentation ist auch auf den Effekten so gut, dass wir praktisch alle jetzt abgebildet haben in der Dokumentation. Und wenn man hier die Details haben möchte, kann man die auch nachlesen. Was neu ist in der Version oder was auch noch hinzugekommen ist, sind die Subtitles, die Untertitel. Ist auch in einem Beta, sorry, wenn ich das nochmal sage, in einem Beta-Stadium. Ich hoffe, er hält durch hier. Ich ziehe den mal hoch oder den roten vielleicht besser. Ich mache mal den länger. Wenn ich jetzt hier doppelklicke, kann ich einen Untertitel reinmachen. Der hat jetzt die Funktion, dass ich den Style anpassen kann. Ich kann direkt andere Fonts nehmen. Ich kann die durchstreichen, kann sie unterstreichen, wenn ich das haben möchte. Ich kann auch Schatten setzen hier. Muss ich mal, sollte, ja, genau. Ich kann den Umrahmung größer machen. Ich muss mal das vielleicht wieder größer machen, dass man das besser sieht. Hier im Hintergrund, da unten, ich kann die Schriftgröße verändern. Und was ich auch machen kann, Entschuldigung, direkt Vorschau ist möglich, kann Schatten machen hier. Das heißt, wenn man da den Schatten, manchmal sieht man an beiden Seiten vielleicht, der Schatten sollte eigentlich größer werden. Man sieht es da unten und habe direkt Schatten. Es gibt einen Manager auch, wo ich das Ganze managen kann. Ich kann Kommentare einfügen. Ich kann die Untertitel neu dann auch scrollen. Das heißt, der geht dann von rechts nach links. Ist ein bisschen blöd jetzt, aber man sieht, wie er reinkommt und wie weit das er reinkommt. Ich kann eigentlich die Margins auch setzen, wie viel das der Untertitel von dieser Seite oder von dieser Seite ist. Das sind die sogenannten ASS-Untertitel. Ich kann relativ viel machen hier. Ich kann
die ganzen Sachen managen. Ich kann unterschiedliche Styles machen, die ich dann den Untertitel zuordnen kann. Die ganze Sache kommt eigentlich aus der Ecke, dass ich möglichst zum Beispiel übersetzen kann, dass ich da Englisch als Hauptsprache habe, Französisch und Deutsch dann oder dann jeder Ding seine zusätzliche Linie hat. Ich kann da zusätzliche Untertitel generieren. Nicht in Styles, nicht die Info. Wo sind die? Nein, da kann man sie importieren. Entschuldigung, dass ich da zu wenig vorbereitet bin. Genau, ich kann da noch ein zusätzlicher reintun, einen Untertitel zusätzlich reintun, aber ich kann dann auch zusätzliche Untertitelspuren generieren. Ja, muss einen neuen Layer machen. Das ist ein neuer Untertitel, wenn ich jetzt drei Spuren habe. Und dann kann ich jedem auch eine eigene Font zuweisen hier. Zum Beispiel der deutsche Untertitel hat gelben Hintergrund und der andere hat schwarzer Hintergrund. Was auch eine Anfrage war, dass man, wenn man zwei Sprecher hat, dass man den einen Sprecher auf den Layer 1 nimmt und den anderen Sprecher dann auf Layer 2 nimmt. Man kann die Styles vorwählen, man kann eigene Styles machen, global anzuwendende Styles oder Styles pro Lage, also pro Untertitel-Track kann ich machen und die dann auch zuweisen. Das ist die Haupterneuerung, die wir gemacht haben. Was ich aber nach wie vor machen kann, ist, ich kann die Untertitel sowohl als ASS-File mit den zusätzlichen Informationen speichern, als auch herkömmlich im SRT-File. Das ist dann nur Text mit ganz wenig Formatierungsmöglichkeiten. Und wenn ich wirklich alles nutzen möchte, kann ich eigentlich die ASS-Subtitle gebrauchen. Mehr dazu, sobald die Tests abgeschlossen sind und wir ein Stück auch hier noch weiter sind. Dann möchte ich zurück auf die Präsentation gehen. Was noch offen ist und was wir weiterhin studieren, ist das gemeinsame Editieren. Da haben wir noch nicht wirklich einen Weg gefunden, wie wir das schlau machen können. Da suchen wir noch wirklich gute Ideen, dass man ein Projekt auf einen Server hochladen kann und dass mehrere Leute gleichzeitig an einem Projekt oder Teile von einem Projekt bearbeiten können, dass man online auch Bewertungen und Kommentare machen kann. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie wir das integrieren möchten. KI-Integration, wir können in der Zwischenzeit auch direkt Übersetzungen machen, also wir können automatisch Untertitel erzeugen lassen und die automatisch in beliebige Sprachen übersetzen. Das ist möglich. Das Problem mit der KI-Integration ist, wir hätten noch mehr solche Funktionen wie Schärfen, Auto-Rotoscoping funktioniert sehr gut. Wir stehen aber im Background an, wie wir das sauber machen können, dass diese Zusatzmodule, die wir da herunterladen können, damit die auch sauber in sich funktionieren und sich nicht überlagern. Da haben wir nicht wirklich die Lösung gefunden, ohne dass man den Code oder Python downkopiert und immer wieder neue Pakete macht. Wir sind auch dran, die GP-Unterstützung von Effekten zu verbessern. Das ist in der Zwischenzeit möglich. MLT ist ja unser Framework, auf das wir komplett aufsetzen und die ganzen Video- und Audio-Effekte und Abspielen koordiniert im Hintergrund. Da gibt es in der Zwischenzeit GPU-Unterstützung. Das ist etwas, was wir jetzt als nächstes machen können, weil wir auch sauber auf Qt 6 gelandet sind und sicher sind, in den nächsten ein paar Jahren gibt es auf dieser Schiene keine Änderungen groß oder Verbesserungen mehr.
Und wir können jetzt da uns da wirklich voll darauf unterstützen. Ja, und das wäre es dann. Und so haben wir noch wirklich einige Aufgaben und Arbeiten vor uns, die wir anhand von der Roadmap, die auf der Homepage aufgeschaltet ist und vor 2 Wochen abgedatet wurden, dass wir diese Funktionen dann in der Zukunft auch noch integrieren können. Das wär's. Besten Dank. Ja, da wäre ich fertig. Ja, Eugen, ich sage vielen, vielen Dank für diese Informationen, für die Präsentation auch nochmal, was neu wird, was ihr alles verbessert habt und was in der Zukunft im Prinzip uns noch erwarten wird. Also wir bedanken uns da, dass du diesen Vortrag für die 22. Kieler Open Source und Linux Tage gemacht hast. Und ja, ich bin selbst super gespannt auf die Neuigkeiten beziehungsweise ja, was sich da wie entwickelt. Und sag vielen, vielen Dank in die Schweiz. Bitte. Und ich weiß jetzt nicht, jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen, bevor ich hier irgendwie was übersehen habe. Nee, das sieht nicht so aus. Aber im Nachgang kann das ja auch noch passieren. Es ist ja bei YouTube nachher zu sehen und falls Fragen sind, dann wird man sich sicherlich an dich oder euer Team wenden und vielleicht auch an uns und wir könnten das dann weiterleiten. Mhm. Ja, Dank. Ich sag vielen, vielen Dank und wünsche noch einen schönen Tag in die Schweiz und würde ich hiermit abschließen. Gut, danke. Okay, also bis dann. Bis demnächst. Tschüss. Genau. Tschüss.